So, ja, schönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Werde ich da starten? Normalerweise brauche ich kein Mikrofon. Abgesehen vom norddeutschen Akzent kann ich mich nur einigermaßen verständlich machen. Ich war gebeten worden, der 30. Januar, Produkt oder Bruch der Moderne. Ich habe mir erlaubt, das Thema insofern zu verändern, dass ich sprechen möchte über das Dritte Reich, Produkt oder Bruch der Moderne. Das heißt, nicht auf die Diskussion eingehen, ob der 30. Januar als Tag tatsächlich so bedeutsam war, ob nicht vielmehr die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar und andere Ereignisse bedeutsamer waren. Die Frage, ob das Dritte Reich einen modernen oder zutiefst reaktionären Charakter habe, ob es eben Produkt oder Bruch der Moderne sei, ob es eine progressive oder reaktionäre Politik durchgeführt habe, wird heute sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Dabei wird häufig übersehen, dass diese Diskussion und diese Frage die internationale Faschismusdiskussion schon von Anfang an geprägt haben. Ich werde also zunächst, bevor ich auf die heutige Diskussion eingehe, einen knappen historiografischen Überblick über die verschiedenen modernisierungstheoretischen Ansätze in der Faschismusdiskussion geben. Derartige modernisierungstheoretische Ansätze gab es schon in der ersten Phase der Faschismusdiskussion in Italien, wobei das Selbstverständnis des italienischen Faschismus als jugendlich modern und totalitär, Stato Totalitario, ernst genommen wurde und übernommen wurde von Liberalen und Sozialdemokraten wie Mario Missiroli, Luigi Salvatorelli und andere. Auch sie sprachen davon, dass der Faschismus einen modernen, italienischen Faschismus natürlich, und revolutionären Charakter habe. Weshalb er, und das war dann die Erweiterung, wie Francesco Nitti, der ehemalige Ministerpräsident 26, schon meinte, weshalb der italienische Faschismus große Ähnlichkeiten mit dem Bolschewismus habe. Bolschewismus und Faschismus beruhten nach Nittis Meinung, ich zitiere, nicht auf entgegengesetzten Grundsätzen. Sie bedeuten die Verleugnung derselben Grundsätze von Freiheit und Ordnung. Für den Führer der katholischen Volkspartei der Popolari, Lucio Sturzo, war es damit klar, dass der Bolschewismus ein Linksfaschismus sei, während der Faschismus ein Rechtsbolschewismus sei. Wir sehen an diesen Beispielen, dass die Modernisierungsthese von Anfang an eng mit der Totalitarismustheorie verbunden war, wonach eben Faschismus und Kommunismus zu vergleichen und weitgehend gleichzusetzen sei. Dies trifft nicht nur auf die italienische, sondern auch auf die deutsche Faschismusdiskussion der 20er und 30er Jahre zu. In Deutschland waren es zunächst vor allem Konservative, wie Waldemar Urian und andere, die auf die antikonservativen und, wie sie meinten, modernen und revolutionären Elemente in der nationalsozialistischen Ideologie und Politik hinwiesen. Politisches Ziel war, die konservativen Gesinnungsgenossen vor einem Bündnis mit dem Nationalsozialismus zu warnen, eben weil er so revolutionär sei und weil er den konservativen Bündnispartner unweigerlich in die Ecke treiben würde. Bekanntlich wurden ihre Warnungen nicht gehört und es ist dann eben zum 30. Januar gekommen zum Bündnis zwischen Konservativen und Nationalsozialisten. Eine ähnliche Absicht, nämlich die Konservativen nun außerhalb Deutschlands davor zu warnen, ein Bündnis mit dem Nationalsozialismus abzuschließen, hatte auch Hermann Rauschning, der ehemalige Nationalsozialist und frühere Danziger Senatspräsident, der in der Emigration 1938 ein Buch über die Revolution des Nihilismus veröffentlichte. Auch hier sagte er, dass Hitler nicht zu trauen sei, weil Hitler ein Prinzipien- und skrupelloser Machiavellist sei und weil er eben eine revolutionäre Politik, eine Revolution, Betreiber einer Revolution des Nihilismus anstrebe. Zum Beweis dieser Thesen gab Rauschning 2 Jahre später ein Buch über Gespräche mit Hitler heraus. Da Rauschning Hitler aber allenfalls einige Male nur kurz gesehen hat, entsprangen diese Gespräche mit Hitler eher der Fantasie Rauschnings als der Realität. Man könnte daher auch von Fälschung sprechen.
Gleichwohl werden die Gespräche mit Hitler gerade heute sehr häufig und fleißig zitiert, gerade von denjenigen, die meinen, der Nationalsozialismus sei so unheimlich modern gewesen. Darauf wird noch einzugehen sein. Die Modernisierungsthese wurde jedoch auch von linken Faschismus-Theoretikern vertreten. Ein Beispiel ist Franz Borkenau, der in einem Ende 1932 geschriebenen Aufsatz die These vertrat, dass der italienische Faschismus eine Art Entwicklungsdiktatur zur Schaffung des industriellen Kapitalismus sei. Da dieser industrielle Kapitalismus in Deutschland bereits existiere, habe nach Borkenau Hitler keine Chance, an die Macht zu kommen. Als Borkenaus Aufsatz im Februar 1932 erschien, war seine These durch die Geschichte grausam widerlegt. Doch völlig überwunden war die Modernisierungsthese damit keineswegs. Ich nenne als Beispiel, dass 1942 vom deutschen Pazifisten Karl Otten im Londoner Exil veröffentlichte Buch über die Krankheiten, über die These und die Krankheiten der Moderne, dass das Dritte Reich die Krankheiten der Moderne ganz allgemein repräsentiere. Die Reaktion der britischen Öffentlichkeit auf diese durchaus bedenkenswerte These war mehr als eisig. Dies war kein Wunder, denn 1942 war London kurz zuvor von sicherlich modernen im Sinne von effizienten, aber doch unzweifelhaft deutschen Flugzeugen bombardiert worden. In einer solchen Situation fanden die Thesen eines Lord Robert Van Zittert weit mehr Glauben, der eindringlich darauf hinwies, dass es sich beim Dritten Reich um ein spezifisch deutsches Phänomen handle, dessen Ursachen folglich auch in der deutschen Geschichte und nicht in einer allgemeinen Krankengeschichte der Moderne zu suchen sei. In der Kriegs- und ersten Nachkriegszeit war diese Deutung sowohl im Westen wie im Osten, also auch in Polen und in der Sowjetunion, vorherrschend. Auch in Deutschland wurden damals vensittartistische, also nach Lord Robert Vensittart genannte Thesen vertreten, und zwar bei allen Besatzungszonen bzw. in beiden Teilen Deutschlands. Thesen, wonach es in der deutschen Geschichte einen Sonderweg oder Alexander Abusch, der Irrweg einer deutschen Nation gebe, der mit gewisser Folgerichtigkeit im Dritten Reich geendet habe. Auch Friedrich Meinecke, der damals Altmeister der deutschen Geschichtsschreibung, sprach in seinem 46 veröffentlichten Buch über die deutsche Katastrophe davon, dass zumindest auch gewisse Ideen und sozialgeschichtliche Kontinuitätslinien innerhalb der deutschen Geschichte vorhanden seien, die zu Hitler führten. Ganz anders dagegen urteilte sein Kontrahent Gerhard Ritter, und die Meinecke-Ritter-Kontroverse war die erste und sie war nicht die einzige. Für Gerhard Ritter, in dem 1948 veröffentlichten Buch, war kaum etwas deutsch am Dritten Reich. Hitler selber sei schließlich Österreicher gewesen und er habe sich nicht auf die deutschen Konservativen, sondern die Ideen der französischen Revolution berufen. Sein Regime, das Dritte Reich, sei die Folge der Vermassung und Demokratisierung der Gesellschaft gewesen. Es habe daher insgesamt mehr Ähnlichkeiten mit dem ebenfalls bolschewistischen, ebenfalls revolutionären bolschewistischen Russland. Die politischen Implikationen von derartigen Modernisierungs- und damit untrennbar verbundenen Totalitarismus-Theorien sind unverkennbar. Dies gilt in vielfältiger Weise. Mit der These vom revolutionären Charakter des Nationalsozialismus konnte man von der Mitverantwortung und Mitschuld der deutschen Konservativen ablenken, indem man die Opfer von gestern, die Demokraten und Sozialisten, zu Tätern machte, weil sie zum Aufstieg des Nationalsozialismus, wie man schon damals sagte, beigetragen hätten. Durch die weitgehende Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Kommunismus konnten die deutschen Verbrechen verharmlost und die kommunistischen dämonisiert werden, denn Hitler war schließlich tot, während Stalin und seine Satrapen und Nachfolger noch sehr lebendig und bedrohlich waren oder zumindest schienen. Diese politischen Implikationen der Totalitarismus-Theorie sind unverkennbar. Sie wurden in der Bundesrepublik auch seit den 60er Jahren erkannt und kritisiert. Ebenfalls kritisiert, und das ist ja nicht das Gleiche, wurde der Wahrheitsgehalt der Totalitarismus-Theorie.
Dies gilt insbesondere für das idealtypisch statische Totalitarismusmodell von Karl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzezinski, das vorherrschend war, vor allem in der Bundesrepublik. Nach diesem Modell sind Staaten als totalitär einzustufen, wenn sie erstens über eine Ideologie verfügen, die sich entweder gegen feindliche Klassen oder Rassen richtet, zweitens ein Terrorsystem errichtet haben, von dem wiederum sogenannte feindliche Klassen oder Rassen betroffen sind, in dem drittens die Wirtschaft vollkommen der staatlichen Kontrolle unterworfen wurde, in dem viertens ein monolithisches, geschlossenes Einparteienregime mit einem Führer an der Spitze errichtet wurde, das fünftens über ein Nachrichtenmonopol und sechstens über ein Waffenmonopol verfügte. Kritisiert, und diese totalitären Staaten sollten spezifisch moderne Staaten sein, kritisiert an diesen sowohl in der Politik wie der Geschichtswissenschaft in den 50er und 60er Jahren, beginnenden 60er Jahren vorherrschenden Totalitarismusmodell, wurde einmal sein idealtypisch statischer Charakter, wonach also Wandlungen und Wendungen in der Geschichte totalitärer Staaten nicht berücksichtigt werden konnten. Dies galt besonders für die Entstalinisierung nach dem 20. Parteitag der KPdSU, die in der Kommunismusforschung von den Kommunismusforschern nicht vorgesehen war und daher zu einer Revision der These vom totalitären Charakter führte. Denn nach der Meinung der Kommunismusforscher waren dann die Sowjetunion und die anderen Staaten des sogenannten Ostblocks nach dieser Entstalinisierung und wegen der Entstalinisierung nicht mehr totalitär, sondern in Anführungszeichen nur noch autoritär. Und das galt selbstverständlich auch für die DDR, die dann im Sommer 1989 sogar noch von der Bild-Zeitung anerkannt wurde, die damals die Gänsefüßchen, die sie ganze Zeit beibehalten hatte, abschaffte. Ebenfalls kritisiert und weitgehend revidiert wurde dieses Totalitarismusmodell allerdings auch von der Nationalsozialismusforschung. Hier war es vor allem die Erkenntnis, dass das Dritte Reich keineswegs so monolithisch totalitär, sondern viel eher polyphasisch strukturiert gewesen war, weshalb die nationalsozialistische Politik selber eher improvisiert als planmäßig verlief. Ein weiterer Einwand gegen das Totalitarismusmodell war die Erkenntnis, die empirische Erkenntnis, dass die Wirtschaft keineswegs vollkommen der staatlichen Kontrolle unterworfen war, weshalb sich das Dritte Reich wesentlich von der Sowjetunion unterschied. Im Zentrum der Auseinandersetzung, und es ist ja eine bedeutende Renaissance der Totalitarismustheorie heute, im Zentrum der Auseinandersetzung stand und steht aber die Frage, ob die Verfolgung und Ermordung von Klassen und Rassen in der Sowjetunion und in Deutschland den gleichen Stellenwert hatten oder überhaupt vergleichbar sind. Während die Totalitarismustheorie zumindest in den 60er und 70er Jahren zurückgedrängt, ja schon voreilig, übrigens auch von mir, meinem ersten Buch, als überwunden angesehen wurde, so kann man sich eben irren. Das ist nicht so. Erlebte die Modernisierungsthese eine erstaunliche Renaissance, die man seit der Kriegszeit eigentlich schon vergessen hat. Bereits 1965 meinte der deutsche Soziologe Ralf Dahrendorf, inzwischen Sir Ralf, das ist eine Karriere, dass das nationalsozialistische Regime, wenn auch widerwillig, auf vielen Gebieten eine modernisierende Politik betrieben habe. Dahrendorfs These vom allerdings nicht intendierten, unfreiwilligen Stoß in die Modernität wurde dann vom amerikanischen Sozialhistoriker David Schönbaum 1968 übernommen und ausgeweitet. Schönbaum behauptete, dass das Dritte Reich eine, so der Originaltitel, Social Revolution, eine soziale Revolution, sowohl der Mittel wie der Zwecke angestrebt und weitgehend erreicht habe. Schönbaum-Thesen wurden in der Forschung zunächst sehr kritisch kommentiert. Dies galt einmal in empirischer Hinsicht. Der britische Sozialhistoriker Tim Mason ließ in seiner groß angelegten Studie über Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft nach, dass sich die Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft
zwar keineswegs so verschlechtert hätten, wie dies von Jürgen Kuczynski und anderen marxistischen Historikern behauptet worden war, doch die Verbesserungen im sozialen Bereich seien keineswegs so umfangreich und vor allem keineswegs geplant gewesen. Es seien die Arbeiter gewesen, so Mälsen, die es verstanden hätten, durch direkten und indirekten Druck auf die Arbeitgeber Lohnerhöhungen durchzusetzen. Dies sei trotz des offiziell verkündeten Lohnstopps und trotz des Fehlens von freien Gewerkschaften geschehen. Mason sprach in diesem Zusammenhang von einem Klassenkampf, der auch in der nationalsozialistischen Diktatur geführt worden sei. Ebenfalls sehr kritisch kommentiert wurde die Modernisierungstheorien, vor allem die amerikanischen Modernisierungstheorien, auf die sich Schönbaum berufen hatte. Bemängelt wurde einmal die unverkennbare politische Zielsetzung dieser Theorien, die ziemlich unkritisch Modernization mit Westernization gleichsetzten, wobei wiederum den, ich zitiere, English-speaking countries eine Modell- und Vorreiterrolle zuerkannt wurde, als gewissermaßen Modernisierung nach Verbreitung von Coca-Cola. Auch die Methoden und Kriterien, mit denen Modernisierungsprozesse analysiert wurden, stießen auf Kritik. Sie waren keineswegs einheitlich und vor allem viel zu breit und undifferenziert. Das galt schließlich auch für den zentralen Begriff der Modernisierung, der völlig unterschiedlich und daher keineswegs ausreichend definiert wurde und bis heute wird. Es gibt keine allgemein anerkannte und befriedigende Definition, was eigentlich Modernisierung ist oder sein soll. Insgesamt war sich die Nationalsozialismusforschung zumindest in den 70er Jahren weitgehend einig, dass Begriff und Theorie der Modernisierung nicht geeignet waren, die nationalsozialistische Politik insgesamt oder in Teilbereichen zu erklären. Die Forschung konzentrierte sich zudem mehr auf die Bereiche der Verfolgung des Widerstandes sowie der Regional- und Alltagsgeschichte des Dritten Reiches. Gerd Folkert knüpfte in seinem 1982 veröffentlichten Buch über Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde an diese Forschungen, gemeint die regionalen und alltagsgeschichtlichen Forschungen, an. Er vertrat hier in diesem interessanten Buch die These, dass das Dritte Reich insgesamt durchaus einige moderne Züge aufweise, doch dabei handele es sich fast ausschließlich um negative Aspekte der Modernisierung. Das Dritte Reich sei daher Beispiel und Symptom einer allgemeinen, wie sich Folkert ausdrückte, Krankengeschichte der Moderne gewesen. Opfer seien neben den Juden, den Sinti und Roma, die sogenannten Erbkranken und Asozialen geworden, die alle zu Gemeinschaftsfremden, NS-Wort, erklärt und aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen und schließlich gnadenlos verfolgt worden seien, um die, so Folkert, Formierung einer ideologisch homogenen, sozial angepassten, leistungsorientierten und hierarchisch gegliederten Gesellschaft zu erreichen. Dem ist meines Erachtens zuzustimmen. Doch was hatten diese spezifisch nationalsozialistischen und insofern auch singulären Ziele und Maßnahmen mit der allgemeinen Krankengeschichte der Moderne zu tun? In anderen Worten. Rassismus und Faschismus gab und gibt es auch in anderen Ländern. Doch der Rassismus wurde nur im faschistischen Deutschland zur Staatsdoktrin erhoben. Die im Rassenmord gipfelnde Rassenpolitik des Dritten Reiches war insofern einmalig, singulär, in ihrer bürokratisierten Brutalität und perfektionierten Schrecklichkeit. Nicht oder nicht direkt betroffene Zeitgenossen mögen dies nicht so empfunden und gewusst haben. Doch ist dies wichtig oder gar ein Einwand? Wenn man die Publikation einer Gruppe von Historikern liest, die unter Leitung von Lutz Niethammer, jetzt Jena, ein großes Oral History, also mündliche Geschichte, der Slang muss immer dabei sein, ein großes Oral History Projekt im Ruhrgebiet durchgeführt hat, kann man diesen Eindruck bekommen, den Eindruck bekommen, dass es eben nicht so schlimm war. Die von diesen Historikern durchgeführten Befragungen von Zeitgenossen, die notwendigerweise alle nicht zu den Opfern des nationalsozialistischen Rassenstaates gehörten, erbrachten das Ergebnis, dass die NS-Zeit keineswegs so negativ empfunden wurde, wie man dies angenommen und wohl auch angesichts der Verbrechen des NS-Regimes hatte annehmen können und vielleicht sogar müssen.
Überwindung der Arbeitslosigkeit, wie bekannt wesentlich durch die Aufrüstung, sowie verschiedene soziale Maßnahmen des Regimes, die aber politischen Gegnern und rassischen Opfern selbstverständlich vorenthalten wurden, seien so positiv empfunden worden, dass die ersten Jahre, ja die Jahre bis in die Kriegszeit hinein des Dritten Reiches geradezu als eine goldene Zeit gelte oder so empfunden wurde. Schlecht sei es erst nach der Niederlage von Stalingrad und dem Beginn des Bombenkrieges auf deutsche Städte geworden. Die eigentlich schlechte Zeit, im Zitat, sei jedoch die Nachkriegszeit gewesen, die erst wieder von der Gluten des Wirtschaftswunders abgelöst worden sei. So weit, so gut oder so schlecht. Doch was hat man damit bewiesen? Eigentlich doch nur, dass manche Menschen manches nicht wahrnehmen und im Gedächtnis behalten. Wenn sie Auschwitz und andere Verbrechen des Dritten Reiches nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollten, dann ist es allenfalls traurig, aber noch lange kein Anlass, die Geschichte neu einzuteilen oder da neu zu schreiben. Genau dies wird jedoch getan, wenn einige Sozialhistoriker nicht die Epoche des Dritten Reichs oder die Epoche des Faschismus, sondern die Zeit, so wörtlich ein Buchtitel, von Stalingrad bis zur Währungsreform erforschen. Obwohl diese Sozialhistoriker dies sicherlich abstreiten werden, aber auch durch eine einseitige Konzentration auf die alltags- und sozialgeschichtlichen Aspekte, kann man zu einer Verharmlosung des Dritten Reiches im Allgemeinen seiner Rassenpolitik im Besonderen beitragen. Abzulehnen ist meines Erachtens auch die These des Literaturhistorikers Hans-Dieter Schäfer über das gespaltene Bewusstsein, so der Titel seines Buches, das sehr erfolgreich war, dass im Dritten Reich, also im Dritten Reich, ein gespaltenes Bewusstsein anzutreffen sei. Schäfer stützte sich auf eine Analyse von verschiedenen literarischen und publizistischen Quellen, vor allem Tages- und Wochenzeitungen mit ihrem Sport-, Kultur- und Reklamezeichen. Er stellte unter anderem fest, dass bis in die Kriegszeit hinein noch amerikanische Filme, bis hin zu Mickey Mouse, gezeigt, in einigen Großstadtlokalen noch Jazzmusik gespielt und mit sehr modernen Techniken und Methoden für, in Anführungszeichen, moderne Produkte, zum Beispiel für Coca-Cola, geworben wurde. Darin sah Schäfer den Beweis für das Vorhandensein von modernen, beziehungsweise wie er formulierte, amerikanischen Elementen. Wir hätten in einem absoluten Widerspruch zu den, wie Schäfer meinte, eigentlichen Zielen und Praktiken des Nationalsozialismus gestanden, die nach seiner Meinung einen völkischen Charakter gehabt hätten. Dieses Nebeneinander von amerikanischen und völkischen Elementen habe in der sozialen Wirklichkeit des Dritten Reiches das erwähnte gespaltene Bewusstsein hervorgerufen. Dieses gespaltene Bewusstsein beruhe wiederum auf der schizophrenen Reaktion, ein Zitat von Schäfer, der Deutschen auf den allgemeinen Prozess der Modernisierung. An Schäfers Thesen ist Folgendes zu kritisieren. Er ist davon ausgegangen, dass die Blut- und Bodenkunst sowie generell rückwärtsgewandte völkische Ziele und Prinzipien von allen führenden Nationalsozialisten vertreten wurden. Dem war aber keineswegs so. Es hat innerhalb der nationalsozialistischen Führung durchaus unterschiedliche Ansichten über Kunst und Kultur gegeben. Die unsägliche Blut- und Bodenkunst war sicherlich favorisiert, doch dies heißt nicht, dass alle anderen Stilrichtungen als entartet, diffamiert und verboten wurden. Moderne Architektur übrigens im Industriebau, sehr interessant. So geschlossen und monolithisch, wie dies von den Anhängern der Totalitarismus-Theorie behauptet wurde, war das Dritte Reich auch im Bereich der Kunstpolitik keineswegs. Schon deshalb gab es den von Schäfer konstruierten, absoluten Gegensatz zwischen, was immer das ist, völkischen und amerikanischen Elementen nicht. Derartige moderne Elemente innerhalb der Werbung, des Films, aber auch der Gebrauchskunst und Architektur wurden von Politikern wie etwa Goebbels bewusst aus propagandistischen Motiven geduldet. Dieses tolerierte Nebeneinander von völkischen und modernen Elementen konnte also kein gespaltenes Bewusstsein hervorrufen. Die entscheidende Frage ist jedoch, was wichtiger war. Die zweifellos vorhandenen, in Anführungszeichen, modernen Elemente innerhalb der Lebenswirklichkeit des Dritten Reiches oder die alle Lebensbereiche erfassende Rassenpolitik.
Zu deren Opfern neben den Juden, Sinti und Roma und ethnischen Minderheiten buchstäblich jeder werden konnte, der oder dessen Vorfahren als, in Anführungszeichen, erbkrank oder asozial eingestuft wurde. Alle tatsächlichen oder auch nur angeblichen modernen Elemente müssen vor dem Hintergrund der zentralen und alles erfassenden Rassenpolitik gesehen werden. Dies gilt vor allem für den Bereich der Sozialpolitik. Alle sozialen Vergünstigungen kamen sogenannten Fremdrassigen und sogenannten Schlechtrassigen des deutschen Volkes nicht zugute. Juden, Sinti und Roma, ethnische Minderheiten, Erbkranke und Asoziale wurden jedoch nicht nur ausgeschlossen, sie wurden mit Hilfe der angeblich modernen Sozialpolitik auch erfasst. Nahezu alle sozialen Vergünstigungen wie Ehestandsdarlehen, Kindergeld, Mietbeihilfen, Erholungsreisen mit dem KDF und so weiter wurden erst nach einer rassenbiologischen und politischen selbstverständlich Untersuchung der Antragsteller gewährt. Die Sozialpolitik diente daher vornehmlich der rassischen Siebung und Selektion der Bevölkerung. Kann man dies als modern, progressiv oder gar revolutionär bezeichnen? Genau dies wird von einer Gruppe heute, und ich bin jetzt in der Gegenwart, von Historikern und Politologen getan, die sich in geradezu penetranter Weise auf ihre Jugend und Unbefangenheit berufen, die Gnade der ganz späten Geburt. Dagegen werfen sie ihren Gegnern moralische Befangenheit, emotionale Betroffenheit und volkspädagogischen Eifer vor, den diese bei der Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit an den Tag legen. Sie fordern dagegen eine Historisierung des modernen Dritten Reiches, damit man endlich aus dem Schatten der Vergangenheit heraustreten, zu einem gesunden Nationalgefühl zurückfinden und sich den eigentlichen Aufgaben der Gegenwart widmen könne. Zum Letzteren wird vor allem der Extremismus gerechnet. Nun gibt es einen derartigen einheitlichen Extremismus in der Realität zwar nicht, doch dies hält diese Wissenschaftler nicht davon ab, Bücher, ja sogar Jahrbücher über diesen Extremismus zu veröffentlichen, was man wohl als politologischen Exorzismus bezeichnen muss. Ergebnis ist natürlich immer, dass der linke Flügel dieses Extremismus immer mit dem Rechten verbunden ist und selbstverständlich weit gefährlicher als dieser, als der rechte Flügel ist. Das heißt, einfacher ausgedrückt, der Sozialismus, wozu in der Gegenwart unterschiedslos alle Linken und Grünen gezählt wird, war immer weit schlimmer als der Faschismus. Um dies zu beweisen, muss zunächst einmal der Faschismus verharmlost werden. Dieser Aufgabe hat sich vor allem Rainer Zitelmann gewidmet. 1987 erschien Zitelmanns Dissertation unter dem Titel Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs. Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs. Die hier vertretene These über den revolutionären Hitler hat er seitdem in einigen Aufsätzen und in einem Taschenbuch wiederholt. Bewiesen in Anführungszeichen hat er sich folgendermaßen. Einmal durch eine neue Definition des zentralen Begriffs der Revolution, der nach Zitelmann aller normativen Elemente entkleidet und, wie er sagt, rein empirisch als Fundamentalrevolution verstanden werden soll, was immer das ist, das weiß er selber nicht. Dieser Begriff ist jedoch nicht erklärt, sondern durch den der Modernisierung ersetzt. Wie angesichts der erwähnten Schwierigkeiten nicht anders zu erwarten, wird jedoch auch Modernisierung nicht erklärt. Die begriffliche Argumentation gleicht also einem Zirkelschluss. Hitler ist ein Revolutionär, weil er die deutsche Gesellschaft modernisieren wollte. Noch problematischer sind Zitelmanns Methoden. Zunächst hat er verschiedene schriftliche und mündliche Äußerungen gesammelt, die Hitler gemacht oder gemacht haben soll, darunter auch von Kujau. Sie werden jedoch nicht mit Methoden der inneren und äußeren Quellenkritik analysiert. Dies heißt, dass nicht geprüft ist, ob die Äußerungen echt sind, werden wie gesagt einige nachweislich gefälschte Äußerungen Hitlers als Beleg zitiert. Wer diese Äußerungen wann, in welchem Zusammenhang und mit welcher Überlieferung, mit welcher Absicht überliefert hat, dabei wird auch rauschend Gespräche mit Hitler zitiert. Und wann, wie, in welchem Zusammenhang und mit welcher Absicht die Hitler gemacht hat, kurz all das, was man im historischen Vorseminar lernt unter Methoden der inneren äußeren Quellenkritik. Zitat aus Hitlers Mein Kampf und seinem sogenannten zweiten Buch, sowie seinen Aufsätzen, seinen Reden und Äußerungen, die er Dritten gegenüber gemacht haben soll, werden völlig ungeprüft übernommen und als gleichwertig erachtet. Nicht genug damit hat Zitelmann ohne weiteres von diesen Äußerungen auch die Wirklichkeit, die Politik des Dritten Reiches geschlossen, die eben modern gewesen sei, weil Hitler nach seinem Selbstverständnis, wie der Zitelmann sieht, ein Revolutionär gewesen sei. So kann man es wirklich nicht machen.
Dennoch verstand es Tiedemann, es war wahrscheinlich falsch, dass man ihm, oder ich auch vor allem, die Aufmerksamkeit gewidmet hat, aber er hat eine Macht errungen. Dennoch verstand es Tiedemann, seine Thesen in den Medien zu popularisieren, ohne sie zu beweisen. Dabei halfen ihm seine Freunde Uwe Backes und Eckhard Jesse. Alle drei vereinten sich zu einem Zitierkartell und gaben 1990 eine Sammlung von uns der heterogenen Aufsätzen heraus. Das Buch trug zurecht den Titel Die Schatten der Vergangenheit – Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus. Dies ist programmatisch gemeint, denn die Historisierung des Nationalsozialismus dient der Bannung und Vertreibung der Schatten der Vergangenheit. Nach einer Würdigung der so wörtlich in mancher Hinsicht durchaus progressiven NS-Sozialpolitik, Zitat war das, in mancher Hinsicht durchaus progressiven NS-Sozialpolitik, schreiben Backes, Jesse und Tiedemann, ich zitiere ein längeres Zitat, die von vielen Angehörigen der älteren Generation vertretene Ansicht, der Nationalsozialismus habe nicht nur schlechte, sondern auch gute Seiten gehabt, wurde auch vorschnell als ein Dieb für die gescheiterte Entnazifizierung oder gar als Warnsignal für die Virulenz rechtsextremistischen Gedanken gut denunziert. Wie die neuere Forschung belegt, zeichnete sich das NS-System gerade durch einen spezifischen Dualismus aus, der dessen Stabilität bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein garantierte. Während eine Minderheit von rassisch ausgegrenzten, politisch oppositionellen und anderen Randgruppen verfolgt, gedemütigt und letztlich ausgemerzt wurde, nahm das Regime auf die sozialen Belange der Arbeiterschaft in hohem Maße Rücksicht. 200.000 Menschen, die der Euthanasieaktion zum Opfer fielen, 1 Million ermordet, Sinti und Roma, 6 Millionen umgebrachte Juden und so weiter, werden von diesen Juppie-Wissenschaftlern kaltschnäuzig als Minderheiten angesehen. Stauffenberg und andere Widerstandskämpfer werden zu den Randgruppen gerechnet, die sich noch dazu erdreistet haben, das so moderne Dritte Reich zu bekämpfen. Dabei hätten, wie Rainer Tiedemann in seinem Hitler-Büchlein unterstellt, auch gewisse ausgesprochen reaktionäre und antisozialistische Motive eine Rolle gespielt. Anders kann man das folgende Zitat nicht deuten, aus Tiedemanns Hitler-Büchlein zitiert. Die Motive der Verschwörer, die sich um den obersten Klaus Graf Schenk von Stauffenberg zusammengetan hatten, sind sicherlich nicht auf einen Nenner zu bringen. Religiös- und ethisch-moralische Motive und die Sorge um die Zukunft Deutschlands spielten ebenso eine Rolle wie der Widerwillen gegen den, das Zitat im Zitat, Sozialismus in hitlerischer Form, von dem Hassel, der als möglicher Außenminister einer Nachhitler-Regierung auf der Ministerliste der Verschwörer stand, befürchtete, er werde auf dem Wege einer inneren Bolschewisierung zum Zerbrechen der Oberschicht führen. Also Sozialismus in hitlerischer Form und innere Bolschewisierung soll von Hassel gesagt haben. Also das Dritte Reich war eben sozialistisch und dagegen und modern und so weiter und dagegen zu opponieren, war doch ganz reaktionär. Derartige Verharmlosungen des angeblich so modernen Dritten Reiches haben inzwischen Nachahmer gefunden. Zu ihnen gehört der Berliner Zeithistoriker und mein Kollege Arnold Baring. 1991, wenn Sie es kennen, sind Sie es weg, publizierte er sein Buch Deutschland, was nun, das aus Gesprächen mit dem Verleger Wolf-Jürg Siedler und einem gewissen Dirk Rumberg besteht. Unnötig zu sehen ist, dass sich keiner der Herren jemals wissenschaftlich mit der Geschichte des Faschismus beschäftigt hat. Dennoch äußern sie sich völlig unbefangen über das Dritte Reich. Es sei, kurz gesagt, weitaus moderner und daher auch weitaus weniger schlimm als die DDR gewesen. Diese Argumente im Einzelnen. Baring geht zunächst aber davon aus, dass die DDR, Zitat, ein weithin kopfloses Land gewesen sei, weil die bürgerliche Elite das verlassen habe, sofern sie den anfangs mit, Zitat, sowjetischer Brutalität sondergleichen geführten Vernichtungsfeldzug überlebt habe. Das ist jetzt auch die These des Bonner Kollegen, der Buchenwald, das Sonderlager Buchenwald, als Alexander Fischer, als Beispiel sozusagen, als deutsches Auschwitz nimmt, wo Stalin einen Vernichtungsfeldzug der deutschen Elite durchgeführt habe. Zurück zu Baring. Das Regime der SED habe dann, so Baring, fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, es ist ein Zitat jetzt, fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Jeder sollte nur ein hirnloses Rädchen im Getriebe sein, ein willenloser Gehilfe. Ob sich heute einer dort Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, ich hoffe, diese Buchstände sind nicht da, geht zur kopflosen Gefahr, wonach
Meinung ein wirklich totalitäres Regime errichtet worden war, sei das Dritte Reich nur ein wirklich autoritäres Regime. Die DDR war totalitär, das Dritte Reich nur autoritär. Schließlich sei es, so Siegler, ein außerordentlich moderner Staat, in vielerlei Hinsicht der modernste Staat Europas gewesen, wenn, so fügt Siegler geradezu verschmitzt hinzu, wenn man das außermoralisch nimmt. Doch dies kann und darf man eben nicht. Sondern zum Schluss. Den nationalsozialistischen Rassenmord, für den Auschwitz zum Symbol geworden ist, kann man nicht außermoralisch nehmen. Dies gilt für die Darstellung der Geschichte des nationalsozialistischen Rassenstaates und eines Buches von mir generell. Hier versagen die Methoden des klassischen Historismus, der nur darstellen wollte, wie es eigentlich gewesen, Franke, und jede historische Epoche aus sich heraus verstehen wollte, weil sie, so wiederum Rante, unmittelbar zu Gott sei. Der nationalsozialistische Rassenstaat war sicherlich kein Rückfall in vergangene Perioden und insofern ein Produkt der Moderne. Er war aber zugleich ein Zivilisationsbruch, ja der Bruch der Moderne schlechthin. Vielen Dank.